So, da sind wir wieder bei Let's Play Pokémon Platin Together und wir sind hier immer noch im Kalbeck bei dieser wunderbar tollen Musik hier. Und wir haben keinen Schutz mehr, ja. Okay, also ich muss dazu sagen, ich habe mir Kotos letzten Part schon angesehen. Ja, zumindest mal den ganzen Ostteil von der Höhle hier erledigt. Den können wir hier jetzt eigentlich mal nach vorne packen. Wer braucht denn noch ein bisschen was? Wupan hat jetzt einen Zertrümmerer. Ich packe ihn einfach mal nach vorne. So, hier, genau, da kommen wir ja rein theoretisch her. Ich will hier erstmal schauen, ob wir hier irgendwas aufräumen können. Smogmog, die gibt es ja auch, die Viecher. Okay, Stärke ist noch aktiv, das ist sehr schön. Doppelmakago. Ein Männchen und ein Weibchen. Das ist bestimmt ein Pärchen. So, dann machen wir mal die beiden Ass-Trainer hier. Das sind ja, denke ich mal, Ass-Trainer. Pupitar und ein Pierndragi. Ja, ist ja fast perfekt. Mach mal einfach ein Erdbeben. Lepumentas hat meines Wissens Schwebe. Und die beiden treffe ich damit sehr effektiv. Auch wenn die beiden auch auf ordentlich was aushalten. Das war jetzt aber ein Falltreffer, oder? Ja, ich wollte es gerade sagen. Also Nick interessiert das herzlich wenig, wenn er einen Knirscher abkriegt. Der hat hier noch eine Doppelresistenz dagegen. Jetzt 1 gegen 1. Es kommt denn hier noch ein Shelterra. Pflanze Boden. Na gut, haben wir jetzt nichts Effektives dagegen, aber dann hauen wir wenigstens auf die etwas schwächere Verteidigung und mit unserer stärksten Attacke hier mal mit drauf. Ich sehe gerade, das Vieh ist schon Level 61. Blättersturm, okay. Von dem Erdbeben hätte ich jetzt Angst gehabt. Das hätte mein Nick wahrscheinlich sogar noch gekillt, aber ein Blättersturm. Zum einen mal eine spezielle Attacke, was bei Shelterra der deutlich schwächere Angriffswert ist. Und zum anderen ist er nicht effektiv. Wir haben hier Level Up für unseren Nick. 4 Angriff kriegt er dazu. Nett. So, dann packen wir einfach mal Wupan nach vorne. Wir haben ein Item. TM50 Hitzekoller. Nett. Wer kann die alle lernen? Würde mich jetzt nur mal interessieren. Also ich weiß, dass Wupan sie lernen kann. Beim Rest weiß ich es nicht. Okay, es ist nur Wupan.
wäre eine Alternative zum Feuersturm, falls wir ihm den nicht wieder beibringen wollen. So ein bisschen zielgenauer, ein bisschen stärker. Hat aber dafür den Nachteil, dass den Spezialangriff danach runterhaut. Was jetzt bei Wupan nicht allzu schlimm ist, da es seine einzige spezielle Attacke ist und der Rest von seinem Moveset physisch ist. Und auswechseln kann man ihn dann nachher immer noch. Mal schauen. Hier gibt es dann wahrscheinlich auch irgendwo ein Item. Feuertafel. Ah, okay, wir haben jetzt, das ist die, Moment, wie vielte ist das dann jetzt? Hier gab es noch 17 Typen, oder? Für normal gab es keine Tafel, also 16. Sprich, war das die 9. Tafel, die wir jetzt schon gefunden haben, weil da schon wieder der erste Spruch drauf war. Das heißt, uns fehlen noch genau 7. Mal schauen, wo wir hier jetzt weitergehen. Ohne Schutz ist das ganz schön anstrengend, hier durchzukommen. Okay, so hier waren wir, denke ich mal, schon. Also hier haben wir besser gesagt angefangen, aber in der Richtung kommen wir ja sonst nicht nirgends weiter. Darauf irgendwo müssen. Okay, hier kommen wir auch nirgendwo weiter, weil wir hier einen Kraxler bräuchten und den können wir nicht nutzen, solange wenn Naro uns begleitet. Aber wieder ein Makago-Pärchen. Direkt mal einen Überblick verschaffen. Also ich weiß, wo ich ungefähr hin muss, aber ich weiß gerade nicht, wie ich dahin komme. Oh. Einen Moment, bevor ich jetzt hier noch länger rumirre. Ich mach mal ganz kurz eine Pause, bin gleich wieder da. Okay, ich bin wieder da. Ich weiß, wo wir hin müssen. Wir haben auch schon so gut wie alles an bis jetzt mitnehmbaren Items und Trainern mitgenommen, was ich gesehen habe. So. Dann müssen wir hier lang. Hier müssen wir zertrümmern. So, und dann müssen wir hier rauf. So, was haben wir hier? Einen Drachenprofi und einen Schwarzgurt. Okay, ich bin ja fast dafür, das Macho mal zuerst wegzumachen, weil dann haben wir einen 2 gegen 1 Kampf. Machen wir hier einfach mal einen Flammenblitz drauf. Mal hoffen, dass das Lepomentis auch auf das Macho mal drauf geht. Lepomentis ist meines Wissens sogar ein bisschen schneller als Macho mal. Also die nehmen sich zumindest nicht allzu viel.
Okay, der macht einen Reflektor, das ist aber auch nicht schlecht. Okay. Die Frage ist, reicht ein Kraxler aus? Kraxler hat eine Stärke von, waren es jetzt 80 oder 85? Bin mir jetzt nicht mehr sicher. Flammenblitz hatte 180. Komm, machen wir einfach noch einen Flammenblitz. So viel Rückstoßschaden kommt nicht mehr, wenn wir nicht ganz so viel KP abziehen. Wir werden sowieso wieder hochgeheilt am Ende von dem Kampf. Ui, Level up für Wupan. So, und jetzt können wir immer schön 2 gegen 1 kämpfen. Er gräbt sich ein, okay. Nutzen wir doch einmal mal die Chance, ob man auf irgendwas zu wechseln, denen das egal ist, weil egal auf wen er jetzt gegangen ist, die haben beide Schwebe und ja. Damit hätte sich das erledigt. So, jetzt stehen wir da mit 2 Psycho-Pokémon. Dragonier. Eigentlich fast schade, dass wir hier noch keinen Zauberschein haben. Wie das auch ohne den Ränkeschmied schon fast reicht. Und ein Knaxel kommt noch. Okay. Schauen wir mal, vielleicht reicht der ja. Ja, der reicht sogar. Und dann haben wir auch Level 58 für unseren Whitey. 182 Spezialangriff hat der jetzt schon. Kein Wunder, dass der so viel Schaden macht. Das ohne großartig viele EV-Werte. So. Hier müssen wir wieder runter. Dann sind wir fast am Ziel. Hier wären wir. Team Galactic ist da drin, richtig? Dann mal los, Schluss mit lustig. Cyrus ist fort. Mars und Jupiter haben das Handtuch geworfen. Saturn will nach den Überresten von Team Galactic suchen. Doch mir will er sich nicht anschließen. Welch ein Narr. Welch Narren sie alle sind. Geben Team Galactic einfach auf. Nach all der Mühsal und Arbeit, die wir in dieses Team gesteckt haben. Diese Macht hätte uns allen unvorstellbaren Reichtum beschert. Doch genug der Worte, der Magmastein wird mir gehören. Hey, Team Galactic, was geht hier vor? Huch, na sowas, du bist mir wohl bis hierher gefolgt, was? Ich schätze deinen Eifer, aber leider kommst du zu spät. Pech gehabt. Mit diesem Magmastein werde ich das legendäre Heat schon erwecken. Ich werde Vulkane ausbrechen lassen können, damit Millionen erpressen. Er zittert vor mir, denn ich bin Charon, Chef des neuen Team Galactic. Los, los, los! Nein, der Magmastein! Was geschieht nur? Eine Meisterleistung, lieber Onkel. Puh. Sich zum Zwecke der Observierung als Fels zu tarnen, ist wahrhaftig keine einfache Leistung. Und nun muss ich Sie höflichst um Kooperation mit der internationalen Polizei bitten, Grice. Ich habe den Verdacht, dass Sie eine Menge über Team Galactic wissen. Immerhin sind Cyrus, Mars und Jupiter nicht auffindbar. Einem älteren Fährtenhund wie mir ist sofort aufgefallen, dass Sie das letzte verbleibende Mitglied sind. Alarm, Polizei, die internationale Polizei! Oh, weia, du hast recht, wir sind umzingelt. Uns bleibt nur eins übrig. Back here!
Was für ein Desaster. Was? Internationale Polizei? Was sagt ihr da? Ich weiß von nichts. Ein neues Team Galactic? Bitte? Hedron zur Erpressung missbrauchen? Das war doch nur das Geschwätz eines verwirrten alten Mannes. Mein Kreisesalter ließ mich wirre Dinge faseln. Und ganz nebenbei bin ich gar nicht lang einer von Team Galactics Commander. Quasi ein Praktikant. Darüber können wir uns gern bei einer Tasse Tee unterhalten. Sie werden genügend Zeit haben, um sich Ausflüchte zu ersinnen. Oh, nein, 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 der Fest... verdammt, zu schnell weggedrückt. Zudem steht es 3:1, nicht wahr? Wachtmeister, bitte nehmen... Wachtmeister, bitte nehmen Sie diesen Herrn fest. So ein armer alter Mann. Diese Hitze kann doch nicht gut für ihn sein. Bringen Sie ihn an einen kühlen Ort. Ein Kühlschrank kommt mir in den Sinn. Lucius. Und auch du, Junge, obwohl ich dich noch nie zuvor gesehen habe. Glaube ich. Mit Gesichtern habe ich trotz meiner Genialität ein Problem. Findet ihr es nicht auch ziemlich heiß hier? Wir sollten uns an einen anderen Ort begeben. Puh, frische Luft. Wie überaus erfrischend sie ist. Puh. Die Vulkanasche hat mir die ganze Lunge verstopft. Jetzt zu euch beiden. Dieser Stein ist es, den wir gesucht haben. Der Magmastein. Legenden berichten, dass ein Bewegen das Pokémon Heat schon aufweckt. Und weiter heißt es, dass der Kahlberg nach seinem Erwachen ausbrechen wird. Aber ich habe ihn bewegt, sonst läge er jetzt nicht hier. Wo ist denn nun der Ausbruch? Mal kein Stress, Fremder. Wieso gibst du den Magmastein nicht mir? Ich lege ihn für dich zurück. Was für eine Energie dieser junge Mann doch hat. Lucius, zwar ist meine Mission zutiefst geheim, doch sollte ich dir den Grund meiner Anwesenheit mitteilen. Seit unserem letzten Treffen im Kraterberg habe ich das Versteck dieser Spitzbuben heimgesucht. Heimlich heimgesucht, ja. Meine Fähigkeiten konnten den Plan Charons offenlegen und aufgrund meines Genies observierte sich dieser Ort. Ich krieg immer wieder unerwarteten Besuch beim Aufnehmen. Dieser Charon, jetzt habe ich den Faden verloren. Ah, er befindet sich nun in Gewahrsam. Man könnte sagen, dass Team Galactic nun keine Gefahr mehr darstellt. Meine Arbeit ist sozusagen erledigt. Peter, Fremder, ich habe den Magmastein an seinem angestammten Ort gebracht. Ich nehme mal an, dass alles okay ist. Vermutlich wacht Heatron nicht auf. Aber hey Lucius, ich sehe da Trainerfähigkeiten der Spitzenklasse. Wieso kommst du nicht mal bei mir im Überlebensareal vorbei? Wir sehen uns, Fremder. Und bis bald, Lucius. Haut rein, Leute. Auch ich werde mich nun verabschieden. Je schöner das Treffen, umso trauriger der Abschied. Dieses Sprichwort hörte ich vor vielen Jahren in einem fremden Land. Mir fällt das Land nicht mehr ein. War es, nein, oder, es spielt keine Rolle. Ich verstehe die Bedeutung jetzt viel besser. Leb wohl, Lucius. Unsere Freundschaft bleibt bestehen. So wie das ewige Band zwischen Menschen und Pokémon. So, ich nutze die restliche Zeit, die ich hier in diesem Part noch habe, um mal schnell zum Überlebensareal zurückzugehen, weil dort können wir jetzt noch ein bisschen was tun. So, hier können wir, glaube ich, ein bisschen abkürzen. Ja, hier müssen wir Fahrrad fahren. Moment mal, ich glaube, das geht nicht schneller, wenn ich hier rumfahre, ne? Ja. Die Route kann man so gut shortcutten, wenn man sie rückwärts geht. Sind wir ja schon fast da. Auf jeden Fall müssen wir neuen Schutz kaufen. Zumindest fast hätten wir es geschafft. Ein Mushok.
So. Wie schauen unsere Pokémon eigentlich aus? Ach, die sind ja noch alle fit. Ja, Abenaro hat es ja nach dem letzten Kampf nochmal geheilt, stimmt. Dann gehe ich jetzt einfach mal hier rein. So, wir brauchen wieder Schutz. Dass uns ja nicht mehr ausgeht. Na, wenn das mal nicht Lucius ist. Dieser Ort hier, hier wohne ich. Willst du nicht reinkommen? Oh, also du bist es. Du bist mit Avenaro befreundet. Sowohl Marinus als auch Avenaro haben mir bereits von dir berichtet. Nun, mein junger Trainer, du bist hier immer willkommen. Dies ist ein privater Club für die Arenaleiter der Sinnoh-Region. Nur sie und Trainer, für die sie bürgen, haben hier Zutritt. An diesem Ort streben die Besten danach, noch besser zu werden. Willkommen im Duellareal. Ja, und hier können wir jetzt jeden Tag, wenn wir es denn so wollen, 2 bis 3 Arenaleiter, einen Partnertrainer eventuell, plus wenn am Wochenende auch den Rivalen vor der Tür herausfordern. Das heißt, wir könnten hier jetzt, wenn wir jetzt mal Lust hätten, gegen Marinus kämpfen oder gegen Volkner. Und wer steht noch da? Frieda ist auch da. Genauso wie Urs. Und einen Partnertrainer haben wir ja, glaube ich, noch nicht geholt. Also wir... Moment mal, welche haben wir jetzt alle? Wir haben Raissa aus dem Ewigwald. Wir haben... wie hießen die? Orisa war das, die aus der... bizarren Höhle. Wir haben Urs aus der Eiseninsel, Avenaro aus dem Kahlberg, nur Charlie aus der Siegestraße fehlt uns noch. Die müssen wir uns aber auch noch holen. So, ich werde mich jetzt aber gar nicht so viel weiter damit aufhalten. Können wir später mal zum Trainieren benutzen. Ansonsten... Wobei, ich lasse einen Koto da drin einfach mal raus, wenn er... Wenn er Lust hat, kann er ja gegen 1, 2 Arenaleiter kämpfen, die gerade da sind. Und auch gegen Urs. Oder falls jemand von den Partnertrainern da ist. Ich beende hier jetzt auf jeden Fall die Aufnahme und wir sehen dann beim nächsten Mal weiter. Bis dahin, macht's gut.